Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel, heute zum Thema Abfall. Wenn man im sogenannten Grimmschen Wörterbuch nachschlägt, wo das Wort Abfall eigentlich herkommt, findet man folgende ursprüngliche Verwendung: Abfall von Gott, Abfall von seinem Herrn, vom Glauben und Abfall vom Verstande. Der Abfall, um den es heute in unserer Sendung geht, ist definitiv weder der Abfall von Gott noch der vom Glauben oder Vernunft, sondern einzig und allein unser Müll. Und davon produzieren wir gigantische Mengen. Ob wir allerdings bei Verstand sind dabei, kann man, wie Sie sehen werden, zu Recht bezweifeln. Was ist Abfall? All das, was wir zurücklassen, nicht mehr benötigen und dessen wir uns folglich entledigen wollen. Entledigen heißt meist nur woanders hinbringen. Ein gutes Beispiel ist der Elektroabfall, den wir gerne aus Europa in die dritte Welt exportieren. Allein Deutschland produziert 800.000 Tonnen Elektroschrott jährlich. Ein Teil davon darf legal exportiert werden. Ein Fünftel unseres Elektroschrotts aber wird illegal exportiert. Beim legalen Export fühlen wir uns natürlich Weltklasse. Vielleicht finden die Armen ja in unserem Elektroschrott noch einen Akkuschrauber oder einen Fernseher, der funktioniert. Sehr nett von uns, oder? Wie menschenverachtend und umweltzerstörend diese Denkweise ist, sehen Sie in unserem ersten Film über unseren achtlosen Export nach Ghana. Abu Bloshi, ein Slum am Rande der Hauptstadt Accra in Ghana. Das andere Ende unserer Sucht nach immer neuerer und immer schnellerer Elektronik. Tausende Ghanaer, darunter viele Kinder, schlachten alte Geräte aus. Sie leben von den Rohstoffen. Das Aluminium des Monitorrahmens ein paar Cent wert. Das Kupfer der Kabel herausgebrannt in giftigen Feuern. 50 Cent bekommen sie für so ein Knäuel. Die Kinder der giftigsten Müllhalde Afrikas. Sie durchsuchen die Reste. Gib mir mal einen Stein, ja? Da müssen auch Eisenschrauben in den Ecken sein. Nur wenige von ihnen gehen zur Schule und keiner hat einen Fernseher zu Hause, geschweige einen Computer. Computer, ja, die sind irgendwie zum Lernen da. Man kann viel damit lernen und auch spielen, ganz viele Dinge machen. Kennst du das Internet? Ja, also eigentlich nein. 50 Millionen Tonnen Elektroschrott entstehen jedes Jahr weltweit. Zwei Drittel davon wird in Entwicklungsländer exportiert. Thema: Ghanas Tiefseehafen. Täglich kommen Container aus aller Welt hier an. Computer, Fernseher, Kühlschränke. Deklariert als gebrauchsfähige Second-Hand-Ware. Doch vieles ist nur Schrott. Exportiert, um die teure Entsorgung im Ursprungsland zu umgehen. Mike Anane ist Journalist und Umweltschützer. Jeden Tag, an dem ich hier in den Hafen gehe, sehe ich Container voller Dreck, Elektroschrott, Müll. Alles aus den Industriestaaten. Die sollten in den Staaten Europas recycelt werden oder eben entsorgt. Aber stattdessen wird der Schrott auf Schiffe verladen und kommt nach Ghana. Accra. Gebrauchte Fernseher kosten hier zwischen 30 und 50 Euro. Thomas hat einen deutschen Pass. Er importiert Ware aus Deutschland von Großhändlern. Er kauft containerweise knapp 1000 Fernseher pro Lieferung. Es sind so viele arme Leute hier in Ghana, aber die müssen auf Fernsehen gucken. Ja. Dadurch muss die Schrottware von Europa nach Afrika schleppen. Wie viele Apparate funktionieren, weiß er vorher nie. Ein Lotteriespiel mit schlechten Chancen. So, zum Beispiel der von da hinten, die schwarzen Fernseher da, die sind Schrott. Ja. Über 80%, wir müssen das wegschmeißen. Ein Großteil des Elektroschrotts stammt aus Deutschland. Deutschland hat die Basler Konvention unterzeichnet. Die verbietet den Export von gefährlichem Abfall. Und Elektroschrott ist gefährlicher Abfall. Der sollte Deutschland nicht verlassen. Jeden Tag kommen Männer mit Karren, um den Händlern für ein paar Cent die unverkäuflichen Geräte abzukaufen. Sie transportieren alles nach Abu Bloshi. Eigentlich ein Marktviertel, doch überall zieht schwarzer Qualm durch die Menschenmenge. Abu Bloshi war noch vor 15 Jahren eine grüne Lagune. Inzwischen stehen die Menschen auf einer meterhohen Lage Elektro- und Plastikschrott. Messungen haben ergeben, dass die Schadstoffbelastung in Luft und Boden die zulässigen Grenzwerte um das 50-fache übertrifft.
Die Kinder müssen hier jeden Tag arbeiten, Metall sammeln und zu den Händlern bringen. Die verkaufen alles an Großhändler und die exportieren Rohstoffe zurück in die Industriestaaten. Für einen halben Beutel Eisen bekommen die Kinder knapp 1 Euro. Alles Geld, was ich verdiene, das bringe ich zu meiner Mutter. Und die kauft davon dann etwas zu essen. Ama ist die Mutter der Kinder, alleinerziehend, ohne Arbeit. Kinder, es gibt etwas zu essen. Sie stammt aus dem Norden des Landes, war Bäuerin und floh vor der ständigen Dürre. In Ghana ist Schulpflicht für Kinder, doch die drei Brüder müssen arbeiten. Amas Mann hat sie verlassen. Ich weiß, dass meine Kinder eigentlich zur Schule gehen sollten. Aber ich muss von irgendetwas Essen kaufen und Kleidung für 6 Kinder. Ich hoffe, dass meine Kinder auch so eines Tages eine bessere Arbeit finden. Kupfer und Aluminium sind begehrte Industrierohstoffe. Solange die Weltmarktpreise hoch bleiben, solange Elektroschrott ganz einfach exportiert werden kann, wird sich nichts ändern. Sollte das Geschäft eines Tages doch unterbunden werden, werden diese Menschen arbeitslos und noch ärmer. Denn eine Alternative zu ihrem giftigen Arbeitsplatz haben sie nicht. So menschenverachtend das ist, so dumm ist auch unser Verhalten. Heute wird Gold in Minen geschürft, die rund 5 Gramm Gold pro Tonne Gestein bringen. Das gilt als rentabel. Dabei bringt eine Tonne alter Handys rund 250 Gramm Gold, also das 50-fache. Die Handys, die wir alle so achtlos in den Schubladen liegen haben und nicht mehr brauchen, bringen geschätzte 75 Millionen Euro an Gold wert. Hinzu kommen andere seltene Rohstoffe wie Platin oder Coltan, Stoffe, um die an anderer Stelle auf unserem schönen blauen Planeten gemordet wird und Kriege geführt werden. Unser erstes Thema: Elektroabfall. Und das sind meine Gäste. Sabine Flamme, schönen guten Abend. Ingenieurin und Professorin an der FH Münster im Fachbereich Bauingenieurswesen. Sabine Flamme forscht auf dem Gebiet Kreislauf- und Abfallwirtschaft und leitet die Münsteraner Abfallwirtschaftstage. Das ist eine bundesweit renommierte Zusammenkunft von Entscheidern der Branche. Dann begrüße ich Holger Hogal. Schönen guten Abend. Er ist Volkswirt und forscht als Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und ist Experte für nachhaltige Ökonomie und auch Leiter des Instituts für nachhaltige Ökonomie in Berlin. Und ich begrüße Anselm Wagner. Guten Abend. Er ist Kunstgeschichtler, Professor an der TU Graz am Institut für Architekturtheorie, Kunst und Kulturwissenschaften. 2008 organisierten sie eine interdisziplinäre Tagung zum Thema Titel Die Abfallmoderne zu den Schmutzrändern der Kultur. Und so heißt auch das Buch, das zu dieser Tagung erschien. Warum ist Elektroschrott bislang so schlecht von uns wiederverwertet, recycelt worden? Sie meinen komplett schlecht? Also es wird ja einiges recycelt, aber wir haben ein sehr kompliziertes System in der Erfassung. Das ist, wie gesagt, oder sagen wir so, wir haben eigentlich eine Produktverantwortung der Hersteller, die aber durch das System meines Erachtens etwas sehr verwässert wird und sehr kompliziert wird. Also bis jetzt war die doch fast nicht vorhanden, oder? Und wenn auf dem Papier? Gesetzlich ist sie geregelt. Also von daher, sie gibt es auf jeden Fall. Und das System gibt es im Prinzip ja auch. Aber die Verantwortung da, wer dann eigentlich Verantwortung hat, das ist, oder diese Produktverantwortung, wer sie hat, ist klar. Aber wer sie wirklich nachher dann auch vollzieht, das ist die Frage. Aber immerhin haben wir das so schlecht gemacht, dass die EU ja jetzt gerade vor wenigen Tagen eine neue Richtlinie entschieden hat, mit deutlich höheren Werten, was Exportmöglichkeiten, also geringeren Werten, was Exportmöglichkeiten angeht. Ja, aber nicht vor dem Hintergrund, den wir hier gerade gesehen haben, sondern eher vor dem Hintergrund, dass wir praktisch die Ressourcen, Rohstoffe, die wir dort praktisch zurückgewinnen, hier behalten. Herr Rogal, wie sieht das aus Ihrer Sicht aus, mit den Möglichkeiten, diesem Elektroschrott umzugehen? Ich finde relativ beängstigend, dass das Thema ja Jahrzehnte alt ist. In den 80er Jahren haben wir begonnen, darüber nachzudenken, was mit unseren Ressourcen passiert, dass sie nur einmal auf der Erde vorhanden sind und wir sie quasi atomisieren, sodass die Menschheit nie wieder da rankommen wird. Und damals in den 80er, 90er Jahren sind sehr viele Strategien entwickelt worden. Es müssen nämlich die Produzenten bei der ersten Produktidee bis zur Verwirklichung des Produkts immer von hinten her denken. Sie müssen überlegen, wie kommen wir denn später an die Wertstoffe wieder ran und wie müssen wir das Produkt so konstruieren, damit das überhaupt gelingt. Das
ging damals nicht, das geht aber auch heute nicht, weil der Gesetzgeber die Rücknahmeverpflichtung so gestaltet hat, dass die Unternehmen kein wirkliches Interesse haben, zu dieser vernünftigen Strategie nach dem Vorsorgeprinzip vorzugehen. Also vernünftige Strategie, ich glaube, dass man das mal ein bisschen übersetzt, was das heißt. Also in diesen Geräten sind ja gerade diese sogenannten seltenen Erden enthalten. Das sind seltene Metalle, 17 chemische Elemente. Insgesamt kein Hightech-Gerät funktioniert ohne die. Also Indium beispielsweise ist so ein Element. Und man könnte ja diese Geräte modular so aufbauen, dass man sozusagen weiß, in welcher Ecke dieses Material verwendet wird. Das tut man aber nicht. Das Problem ist aber, dass teilweise die Hersteller selber gar nicht mehr wissen, was wirklich in ihren Geräten steckt. Es gibt momentan Forschungsvorhaben, wo in Deutschland geschaut wird, bei sehr renommierten Handys und nach dem Motto, an welcher Stelle oder was überhaupt dort drin ist. Also von daher, durch diese ganzen Zulieferungen ist teilweise das Wissen darum auch da nicht unbedingt da. Ja, das wäre aber natürlich ganz anders, wenn wir nicht nur eine Rücknahmeverpflichtung hätten, sondern ein Pfandsystem. Heute ist ja das nicht das Hauptproblem, da ranzukommen, sondern die ganzen Handys kommen ja zu den Herstellern überhaupt nicht zurück. Wenn diese vielen Millionen Handys zurückkommen würden, Jahr für Jahr, dann würden die, und die Hersteller müssten sie verwerten, dann würden sie sich natürlich auch bei den Vorlieferern erkundigen, was das ist. Und das passiert heute nicht. Dieser Elektroschrott ist ja ein typisches Phänomen der Moderne, hat es ja vorher nicht gegeben. Gibt es, wenn man so Geschichte ein bisschen zurückblickt, hat es da schon mal ähnliche Probleme gegeben? Wenn ja, wie ist man mit denen umgegangen? Oder ist das jetzt ein komplett neues Phänomen? Naja, es ist an sich schon ein neues Phänomen, gerade jetzt bei den Elektrogeräten, die waren ja früher an sich gedacht für Jahrzehnte. Also man hat sich ein Elektrogerät angeschafft, eine Stereoanlage oder einen Fernseher, der musste dann 20, 30 Jahre lang auch herhalten und so wurde auch konstruiert. Und ich denke, das, was sich jetzt verändert hat, ist schon etwas sehr, sehr Gravierendes, dass also gerade die Handys ja nicht so sehr Gebrauchs-, sondern eigentlich mehr Verbrauchsgüter sind. Mhm. Also sie sind Objekte, die sehr fetischhaft aufgeladen sind, die auch einer bestimmten Mode folgen. Und das, was also heute up-to-date ist, ist morgen schon ein Schrott und muss durch ein neues Gerät ersetzt werden. Und dadurch entsteht also dieser unglaubliche Anfall von Abfällen und auch eine ganz neue Problematik. Der ja weiter noch angeheizt wird, also durch die Verlängerung von Verträgen zum Beispiel. Ich glaube, in Österreich ist ein bisschen anders. Aber bei uns hier gibt es ja Anreize, sozusagen umsonst Handy oder Handy für 1 Euro neues, wenn man den Vertrag verlängert. Ja. Was natürlich bescheuert ist im Grunde genommen, weil das alte Handy funktioniert. Ja, ich habe mein Handy, das ist 8 Jahre alt. Und wenn ich das herzeige, dann denkt jeder, der kann sich kein neues leisten. Oder ist das irgendein ein komischer Freak, der nichts von Technik hält und so. Also das ist fast ein Muss, ein gesellschaftliches Muss, dass man hier mit wirklich dem neuesten Gerät sich auch zeigt. Das ist ein Statussymbol. Ich würde gerne noch mal auf diesen Rohstoffaspekt zurückkommen. Also wir haben ja eben gehört, Urban Mining wäre profitabel. Also Urban Mining heißt, ich mache zum Beispiel alte Müllhalden der 60er und 70er Jahre, wo es noch keine Trennung gab, die mache ich wieder auf, weil da so viel seltene Rohstoffe enthalten sind. Wie schätzen Sie das ein? Ist das wirklich eine sinnvolle Strategie oder Augenwischerei? Ich würde sagen Augenwischerei, weil wenn wir so schauen, also erstmal wissen wir gar nicht, wie die Materialien da wirklich ist. Ich meine, wir wissen schon, dass die Materialien da eben nicht mehr so vorliegen, wie wir sie eingebaut haben. Also man muss sich die rein technisch vorstellen, dass dort ein Reaktor herrscht oder praktisch die Bedingungen eines Reaktors vorherrschen und mehr oder weniger ja biologischer Abbau stattgefunden hat. Und auf der anderen Seite ist es so, das, was wir dort vergraben haben, also erstmal müssen wir praktisch erstmal darstellen, wo diese ganzen Sachen eigentlich liegen. Und dann ist die Frage so nach dem, was wir davon wirklich noch gebrauchen können. Und ich denke schon, dass wir momentan auch noch nicht so weit sind und dass auch im E-Schrottbereich noch nicht so weit sind, dass wir überhaupt an diese ganzen seltenen Sachen schon rankommen. Also momentan finden große Forschungsvorhaben statt, dass man eben an diese Sachen auch wirklich rankommt. Und da ist, glaube ich, die Deponie das allerletzte, was man aufmacht. Ja. Also Sie forschen ja da selber in die Richtung. Also ich weiß zum Beispiel, Bildschirme enthalten seltene Erden, aber es ist extrem schwierig offensichtlich, die Bildschirme wieder so zu recyceln,
dass man diese Stoffe wiedergewinnen kann. Ja, wir haben gerade, also momentan ist es so, dass im Flachbildschirmbereich die ganzen Flachbildschirme manuell halt zerlegt werden. Wir haben dort einiges an Rohstoffen, was wir praktisch wieder gebrauchen können. Aber wir kommen dann an diese seltenen Erden eigentlich noch nicht so ran. Die Platinen, also es gibt momentan nicht so viele, die diese Sachen schon wieder aufschmelzen können. Und da wollen wir auf jeden Fall weiterkommen und auch effektiver werden in der Rückgewinnung. In der Vorbereitung zur Sendung haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, gibt es in der Natur überhaupt Abfall? Immerhin hat der Mensch ja über Jahrtausende selbst fast überwiegend von erneuerbaren Energien wie Wasserkraft zum Beispiel Gebrauch gemacht. Eine erste naheliegende Antwort war, na, denk doch mal an deinen Hund. Was macht der denn richtig? Ist das Abfall? Zunächst mal ja, sieht so aus. Aber was geschieht dann im Laufe der Zeit damit? In dieser Perspektive macht die Natur keinen Abfall. Sie kompostiert sozusagen. Und alles, woraus sich Neues aufbaut, holt sie sich wieder aus der Natur. Und wir? Nur mal ein Beispiel. In der gesamten Chemie weltweit werden rund 200 Grund- und Zwischenstoffe gewonnen. Aus denen werden rund 8000 kommerzielle Produkte hergestellt. Damit meine ich alles, was die chemische Industrie so macht, also von Arzneimitteln über Lacke, Düngemittel und so weiter. Für 80% all dieser Produkte, die wir tagtäglich benutzen, ist Erdöl die Basis. Was wir in der Regel damit machen, ist dieses Öl und was wir daraus produzieren, zu verbrennen. Damit ist der Rohstoff vernichtet und zwar unwiederbringlich. Ein Lebewesen, das so handelt, hat ein sehr absehbares Schicksal, es stirbt aus. Die Natur, die weiterleben will, macht es nämlich anders. Es heißt, die Natur wäre verschwenderisch. Aber das ist ein Irrtum. Erde zu Erde, Staub zu Staub. Alles kehrt zurück, hat seinen Platz in einem allumfassenden globalen Kreislauf. Kohlenstoffkreislauf, Wasserkreislauf, Phosphorkreislauf. Leben stirbt und aus Tod entsteht Leben. Die Natur ist eine perfekte Recyclingmaschine. Nach dem Konzept des Umweltwissenschaftlers Michael Braungart müssten Verbraucher zu Gebrauchern werden, damit der Mensch sich in den Kreislauf der Natur integrieren kann. Wir müssen alle Dinge nochmal völlig neu erfinden. Bisher sind die Dinge nur gemacht worden, dass sie kostengünstig sind und dass sie eine bestimmte Zeit funktionieren. Das heißt, ausschließlich Materialien verwenden, die in den Kreislauf nach dem Gebrauch zurückkehren können. So wie in der Natur, wo tatsächlich verschwenderisch Biomasse produziert wird, aber nie Abfall zurückbleibt. Wir brauchen zwei Kreisläufe. Die Dinge, die verschleißen, die kaputt gehen in der Anwendung, biologisch, sich chemisch verändern, davon müssen in biologische Kreisläufe zurückgehen. Das heißt, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Waschmittel müssen so gestaltet werden, dass sie in die biologischen Kreisläufe zurückgehen. Die Dinge, die nur genutzt werden, wie Waschmaschinen, wie Fernseher, Dinge, die wir nur gebrauchen, wie Teppichböden, die werden so gestaltet, dass sie in technische Systeme zurückgehen. Das gibt jetzt also keinen Abfall mehr, sondern alles ist Nährstoff für die Biosphäre oder für die Technosphäre. In den letzten 20 Jahren ist aus der einstigen Müllentsorgung eine Abfallwirtschaft entstanden. Biomüll zum Beispiel ist heute eine Energieressource. Brennstoff für die Biogasanlagen. Recycling wurde zu einem Milliardengeschäft. Experten reden von Urban Mining, die Stadt als Bergwerk. Glas und Papier haben da eine lange Recycling-Tradition. Die erste Methode zur Wiederverwertung von Altpapier wurde schon 1774 entwickelt. Aber bereits hier trügt der schöne Schein, denn das Papier ist mit Chemie durchsetzt. Das heißt, die Dinge, die beim Papierrecycling entstehen, die Schlämme, sind Sonderabfall. Es wird auch gar kein Papier mehr recycelt. Es werden eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ein Unternehmen in Norddeutschland, werden die Papiere immer nur noch so verwendet, dass die Fasern zurückgewonnen werden. Also etwa 50% ist Abfall. Auch Kunststoff könnte heute wieder zu Rohstoff werden. Nach der Sortierung geht er zum Großteil nach Asien als Material für Möbel oder Kunstfaser. Allerdings schwimmen nach Schätzungen von Fachleuten 100 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Weltmeeren mit steigender Tendenz. Während Altmetallrecycling wiederum eine lange Tradition hat, ist nun der Elektroschrott ins Fadenkreuz der Recyclingindustrie gerückt. Einer Studie des Umweltbundesamtes zufolge werden allein aus Deutschland mit ausgemusterten Elektroteilen jährlich 1,6 Tonnen Silber, 300 Kilo Gold und 120 Kilo Palladium ausgeführt und verschenkt.
Bisher können allerdings nur 3 Schmelzen in Europa die seltenen Metalle, die nur in geringen Spuren im Schrott vorhanden sind, zurückgewinnen. Ob Metalle oder Plastik, zu viel geht bisher noch verloren. Im Moment machen es Downcycling. Wir machen minderwertige Nutzungen daraus, weil die Pigmente, die Farben, die Hilfsstoffe, die Weichmacher, die Additive nie für Recycling entwickelt worden sind. Trotz des Recycling-Booms landet immer noch ein großer Teil des Abfalls in Müllverbrennungsanlagen, wo er zwar Energie produziert, aber wesentlich weniger als zu seiner Herstellung nötig war. Ja, überall, wo ich auf der Welt hinkomme, stehen deutsche Müllverbrennungsanlagen. Und wir meinen, das sei Umweltschutz. Dabei gehen aber alle Dinge verloren, die in Kreisläufe zurückgehen müssten. Dazu kommt der Sondermüll. In der hessischen Deponie Herfer-Neurode werden jährlich 50.000 Tonnen Giftmüll eingelagert. Allein nur mit dem Arsen könnte man alles Leben auf der Erde auslöschen. Und mit dem weltweit angefallenen Atommüll ließe sich unser gesamtes Planetensystem kontaminieren. Naive Vorstellungen, man könnte ihn in der Tiefsee versenken, haben sich als zu risikoreich erwiesen. Allerdings rosten allein im Atlantik rund 250.000 Fässer mit radioaktiven Abfällen vor sich hin. Fantasievolle Recycling-Ideen wie Plutoniumatome in Fullerene, ballförmige Kohlenstoffmoleküle einzuschließen, wo Strahlung absorbiert und Wärme produziert wird, sind bisher pure Science-Fiction. Stoffe, die sich nicht in Kreisläufe einbinden lassen, gehören nach Braungarts Meinung schlichtweg verboten. Das heißt, es sind keine substanziellen Recyclinganstrengungen unternommen worden. Man hat mehr die Menschen beschäftigt, so getan als ob. Und damit haben wir wertvolle Zeit verloren. Das niederländische Maastricht hat sich als erste Region zur Umsetzung von Braungarts radikalem Kreislaufkonzept bekannt, auch wenn Kritiker den Ansatz für utopistisch halten. Nachdem Braungart kompostierbare Sitzbezüge für das Airbus-Flaggschiff A380 entwarf, musste er sich die Frage gefallen lassen, wie denn seine Ideen für die restlichen 99,9% des Flugzeugs wären. Totalrecycling, geht das überhaupt? Ja, geht das? Ist das realistisch, Totalrecycling? Ich meine, nein. Weil wir haben teilweise auch Anforderungen an die Stoffe, zum Beispiel, dass gewisse Sachen nicht brennen und sonstige Dinge. Und ich glaube, da werden wir auch die Technik nicht, also praktisch diese Anforderungen nicht komplett überlisten können mit nur Naturstoffen. Also ich glaube, komplett nicht. Mehr ja. Jetzt sozusagen mal ein Zugeständnis, also wir können es so wie in der Natur nicht machen, okay. Wir versuchen es bestmöglich zu machen. Wie sieht bestmöglich aus? Was können wir da erreichen? Wir brauchen ganz deutlich einen dreifachen Strategieansatz. Wir müssen Stoffe viel effizienter einsetzen, als wir das heute tun. Wir müssen sehen, in einem kulturellen Wandel brauchen wir diese schnelle Geschwindigkeit von Geräten, die ersetzt werden. Handys sind ja schon genannt worden, die faktisch nicht mehr länger als 2, maximal 3 Jahre noch genutzt werden. Wir müssen durch den Gesetzgeber dafür sorgen, dass wir den Verbrauch der Ressourcen vermindern. Dann müssen wir sie stärker verwerten. Dazu gibt es auch eine Anzahl von Ansätzen. Und dann werden wir auch nach alternativen Stoffen zu suchen haben. Dort, wo wir natürliche Rohstoffe haben, die sich erneuern, die können wir in bestimmten Bereichen einsetzen. Und mit dieser dreifachen Strategiefahrt, da kommen wir dann nahe an den Punkt, den Sie gerne möchten. Klingt nach einer Menge Arbeit für die Politik. Also das, was Sie beschreiben, sind ja fast alles gesetzliche Regelungen, die wir auf den Weg bringen müssten. Wir wissen heute durch verschiedene Studien, dass sich Menschen und Produzenten von alleine, sprich die Marktkräfte von alleine, nicht nachhaltig verhalten können. Okay, jetzt sind die Deutschen ja super führend in Europa, was Trennung von Müll und so weiter angeht. Was ist denn bitte mit dem getrennten Müll? Ist das sinnvoll? Wo landet der? Naja, ich denke, also bei der Mülltrennung handelt es sich zunächst einmal um jene Art von Müll, die also für jeden sichtbar ist. Und deshalb wird in meinen Augen auch überbewertet. Also das ist das, was... Das ist der Hausmüll. Das ist der Hausmüll, ja. Das ist etwas, was uns alle angeht. Da glauben wir alle, wir können auch etwas zur Verbesserung unserer Welt und unserer Umwelt tun. Und wir verschaffen uns auch durch das Mülltrennen ein wunderschönes, gutes Gewissen.
Effektiv ist es, wenn man sich die Prozentzahlen ansieht, wenn man sie vergleicht mit dem industriellen Müll etwa oder mit dem Baumüll, nur in sehr bescheidenem Maße. Also es ist, glaube ich, so eine typische, Robert Musil würde sagen, eine Parallelaktion. Ja? Also man blickt auf ein mini-kleines Feld hin, ja, und macht da große Aktionen und der große, viel wesentliche Rest bleibt dadurch nicht betrachtet. Also und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die sogenannten Siedlungsabfälle, dazu gehört der Hausmüll und noch so ein paar Einzelteile dazu, dass der aufgrund seiner Heterogenität doch besonders wichtig ist. Da sind noch eine Menge Schadstoffe vorhanden und insofern dürfen wir es nicht zu gering schätzen, der Beitrag. Nehmen wir zum Beispiel einen großen Container mit Altglas. Wenn da nur eine einzige Porzellanteller drin ist, kann man dieses Glas nicht mehr sinnvoll verwerten. Insofern ist Trennung absolut notwendig an dem Punkt. Andererseits oder Papier, der Punkt beim Biomüll, ja, genauso. Es ist genauso wichtig, Biomüll gehört nicht in den normalen Abfall, sondern daraus können wir Energie gewinnen und am Ende haben wir auch noch guten Dünger. Aber wenn ich an Papier denke, also Papier kann, wir haben uns eben kurz darüber unterhalten, 6 bis 7 Mal recycelt werden, häufiger nicht. Ich habe jetzt gelesen, dass ungefähr 20% des Altpapiers in den Befeuerungsanlagen zur Befeuerung der Müllverbrennung beispielsweise genutzt werden. Stellt man sich als Verbraucher ja auch anders vor. Und habe selber oft genug beobachtet, dass die getrennten Müllsäcke in ein und denselben Müllcontainer bzw. Abfallwagen geworfen werden und auch offensichtlich ja zum großen Teil gemeinsam verbrannt werden. Aber Sie wissen auch, dass es Abfallfahrzeuge gibt, die getrennte Kammern haben. Das weiß ich schon, ja. Okay. Sah mir nicht so aus. Das können Sie von außen auch gar nicht sehen. Gut. Also ich würde sagen, beim Papier ist, es gab Zeiten, dass wir sogar Papier importiert haben, also weil so viel Papier recycelt worden ist. Ich würde sagen, dass das Papierrecycling eigentlich relativ weit ist und dass mittlerweile, glaube ich, es keine Papiersorte mehr gibt, die nicht wenigstens einen Teil Papier. Es kommt also dann immer auf die Qualität. Es kommt immer auf die Qualität an. Aber es gibt selbst da haben wir teilweise sogar Importe in dem Bereich gehabt, je nachdem, wie gesagt, wie der Papierabsatz so war. Aber was ist denn jetzt mit der Verbrennung von meinem gelben Sack? Ich würde Sie gerne mal in eine Aufbereitungsanlage mitnehmen, wo Sie dann auch sehen können, dass dort unterschiedliche Kunststoffarten mittlerweile automatisch getrennt werden können und auch, wie gesagt, die Metalle natürlich abgetrennt werden. Und wie gesagt, es bleiben immer Reste zurück und diese Reste gehen dann zum Beispiel nochmal zu einem Aufbereiter, der dort einen Brennstoff herstellt und dieser Brennstoff geht dann teilweise in die Zementwerke oder in die Kraftwerke. Also wenn ich Sie richtig verstehe jetzt zwischen den Zeilen, dann sagen Sie, okay, wir kommen natürlich nicht an die Natur ran, 100% ist nicht möglich, aber ich glaube, wir liegen bei 64% Recycling beim Hausmüll, ungefähr, sagen wir mal 60. Mehr sogar. Oder mehr sogar. Das ist eigentlich das Optimum, was wir überhaupt mit unserer Technologie rausholen können. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir können noch mehr tun. Wir können auch automatisch mehr tun. Das wird ja über die Wertstofftonne jetzt auch diskutiert. Mhm. Ich denke, dass wir vielmehr auch die automatische Trennung hat sich eigentlich entwickelt und wir können, glaube ich, da noch viel mehr eigentlich auch noch rausholen. Wir müssen nur gewisse Dinge vorher abtrennen, weil zum Beispiel der Biomüll dem Papier zum Beispiel nicht besonders gut tut im Recycling. Mhm. Also das ist sozusagen was man lernen kann jetzt schon mal aus unserer Diskussion. Mülltrennung macht nur Sinn, wenn man wirklich strikt trennt. Ja. Ja, und wir müssen vor allen Dingen die kleinteiligen Elektro- und Elektronikgeräte, die müssen auf alle Fälle raus aus dem Hausmüll. Da sind zu viele Wertstoffe drin, da sind zu viele Schadstoffe drin. Und das geht meiner Meinung nach nur über einen Pflichtpfand. Warum soll man nicht einen bestimmten Betrag beim Kauf zahlen und wenn man das Gerät später zurückbringt, dann kriegt man den wieder. Der muss so bemessen sein, dass dadurch nicht alles abgewürgt wird, aber auf der anderen Seite das Interesse groß genug ist, dass man nicht einfach in die Hosentasche greift und das in die Tonne reinschmeißt, das alte Handy. Herr Wagner, wie realistisch ist denn das, dass man wieder sagt, wir hatten das Thema ja eben, also die Industrie produziert bewusst kurzlebig und produziert ja schon mit Sollbruchstellen. Also bei manchen Geräten ist klar, warum die wann kaputt gehen. Sehen Sie da eine Chance, dass das in eine langlebigere Produktwelt wieder überführt wird? Naja, theoretisch denke ich schon, dass das möglich ist. Nur das müsste bedeuten, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem verändert wird. Also das unendliche Wirtschaftswachstum, das natürlich darauf abzielt,
möglichst viel Abfall zu produzieren und das von Jahr zu Jahr mehr, wird also in dieser Form natürlich nicht funktionieren. Beziehungsweise wenn wir das weiterhin so praktizieren, dann können wir Müll trennen, was wir wollen. Wir werden immer hinterherhecheln hinter einer Entwicklung, die uns davonläuft. Ich nehme das nachher nochmal auf, das Thema. Also wir diskutieren das gleich nochmal. Ein Schritt wäre übrigens ganz einfach, dass wir einfach die Garantiezeiten verlängern, sodass ein Unternehmen gar kein Interesse hat, dass nach einem Jahr das kaputt ist, weil die Konsumenten bringen das zurück. Aber ein Konsument, der ein Produkt 10 Jahre lang benutzt, ist ein schlechter Konsument. In den Augen der Wirtschaft. Ja, natürlich. Ich denke immer, ich bin ein guter Konsument, wenn ich solche Produkte habe. Waschmaschinen zum Beispiel. Man kann solche kaufen, die lange halten, und andere, die sind halt schnell kaputt. Naja. Zum Leidwesen meiner Kinder finden sich in meinem Kühlschrank Produkte, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, die ich aber dennoch esse. Wie gesagt, Haltbarkeitsdatum. Diese Zeitangabe ist eine Empfehlung der Industrie, mehr nicht. Die Industrie empfiehlt natürlich möglichst geringe Haltbarkeit, damit sie das Produkt wieder schnell neu kaufen. Was Sie nicht in meinem Kühlschrank finden, in der Regel jedenfalls, sind Produkte, deren Verbrauchsdatum abgelaufen ist. Altes Fleisch, Fisch oder dergleichen. Überschreitung des Verbrauchsdatums kann oft zu schweren Vergiftungen führen. Und was verschimmelt ist, nur mal nebenbei, ist ohnehin toxisch und krebserregend und sollte auf keinen Fall, bitte nicht nachmachen, gegessen werden. Verwechseln sollte man also nicht Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum. Sie sollten stattdessen riechen, hinsehen, tatsächlich schmecken. Und trotzdem werden bei uns rund 30% der verpackten Lebensmittel ungeöffnet weggeworfen. Aber auch Produzenten vernichten. Eine durchschnittliche Bäckerei zum Beispiel wirft jeden Tag 10-20% ihrer Tagesproduktion einfach weg. Jeder von Ihnen, ich auch, schmeißt im Durchschnitt, sagen die jedenfalls, pro Jahr Lebensmittel im Wert von 300 Euro in den Müll. Menschen lieben Lebensmittel. Süßes, Gesundes oder Nahrhaftes. Die Erwartungshaltung an die Produkte ist hoch. Alles soll von erster Qualität sein und immer topfrisch. Gemüse darf keine Makel, keine Schrammen oder unpraktische Formen haben. Dabei haben viele Menschen das Selbstkochen bereits aufgegeben. Schnelle Fertiggerichte, sogenanntes Convenience Food, findet reißenden Absatz. Was von all den eingekauften Waren im Müll landet, ist in Deutschland statistisch nicht erfasst. Denn das Konsumverhalten des Bürgers ist für Supermärkte und Hersteller wesentlich interessanter. Der Kunde steht einer schier unerschöpflichen Auswahl an Waren gegenüber. Und häufig verläuft der Einkauf nicht geplant. Gelüste steuern den Griff ins Regal. Welcher Konsument denkt auch beim Einkaufen an Energiebilanz oder Wasserverbrauch bei der Produktion der Waren? Die Kartoffeln auf dem Acker werden gewässert, gedüngt, gewaschen, transportiert und ganz wichtig, aussortiert. 50% der Ernte, so schätzt man, landen niemals beim Endverbraucher. Der Norm nicht entsprechend, verrotten sie bereits auf dem Acker. So ergeht es jeder Obst- und Gemüsesorte. Und das, was der Kunde kauft, landet auch nicht immer auf dem Teller oder im Magen. In Deutschland wandern 80 Kilogramm Essen pro Kopf und Jahr in den Hausmüll. Insgesamt sind es bis zu 20 Millionen Tonnen. Die Verschwendung von Lebensmitteln ist vor allem eine Vergeudung von natürlichen Ressourcen. Ein Viertel des gesamten Wasserverbrauchs der Erde wird für die Produktion von Lebensmitteln benötigt, die später vernichtet werden. Und der Konsument wirft Waren weg, bei deren Herstellung und Entsorgung große Mengen an Klimagasen freigesetzt werden. Das ominöse Mindesthaltbarkeitsdatum, das die Lebensmittelindustrie auf ihre Produkte druckt, verunsichert die Menschen. Sie entsorgen Lebensmittel, die noch für den Verzehr geeignet sind. Lediglich das Datum auf Fleisch, Fisch und Geflügel ist ein imperativer Hinweis. Nach Ablauf dieses Datums, das ein Verbrauchsdatum ist, bestehen ernsthafte gesundheitliche Risiken. Gegen den Wegwerfwahn stellt sich die 1995 gegründete Organisation Die Tafel.
Ehrenamtliche Helfer sammeln enorme Mengen von Lebensmitteln, die nicht mehr verkauft werden können. Lagerbestände, Retouren oder Produkte mit nahendem Mindesthaltbarkeitsdatum. Gegen eine symbolische Münze werden tonnenweise Nahrungsmittel an Bedürftige verteilt und eine Unmenge an Abfall vermieden. Denn Supermärkte müssen für die Entsorgung von unverkäuflicher Ware bezahlen. Und als unverkäuflich werden Waren bereits einige Tage vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums angesehen. Eine andere Form des Protests gegen die Lebensmittelvernichtung sind die sogenannten Mülltaucher. Auf Streifzügen durch die Abfallcontainer von Geschäften ziehen sie noch essbare Gegenstände aus dem Müll. Nicht unbedingt, weil sie darauf angewiesen wären, sondern um gegen den Umgang mit Nahrung zu protestieren. Denn selbst wenn dem deutschen Durchschnittskonsumenten nur 11% seines Einkommens für sein tägliches Essen und Trinken wert sind, sollten keine essbaren Güter im Abfall landen. Unmengen von Salaten drin, Unmengen von Möhrchen. So eine gute Ausbeute hatte ich noch nie gehabt. Echt cool, da weiß ich demnächst, wo ich mal hingehe. Werde ich auf jeden Fall wiederkommen, wenn ich keine Kartoffeln mehr habe. Also mir ist natürlich auch klar, dass man darüber jetzt eine eigene Sendung machen könnte. Was wir an Zahlen haben, jedenfalls von der UN, ich frage auch, wo die genau die Zahlen herhaben, die sagen, ein Drittel aller produzierten Nahrung wird sozusagen vernichtet, weggeschmissen. Und zwar sowohl beim Produzenten, als auch beim Händler, als auch bei den Verbrauchern. In der EU sind das sind die Angaben, die letzten 90 Millionen Tonnen pro Jahr. Warum ist das so? Warum wird da so viel vernichtet? Ich glaube erstmal, dass man jetzt schauen muss, ob das die richtigen Zahlen sind. Ich glaube, momentan weiß keiner, wo die Zahlen stehen. Weil in den Haushalten gibt es momentan Zahlen von 100 Kilo, wir sagen immer Kilo pro Einwohner und Jahr, damit wir das gut vergleichen können, bis zu 20 Kilo pro Einwohner und Jahr. Also praktisch erstmal ist da eine Riesendiskrepanz. Keiner weiß, es hat noch keiner wirklich den Lebensmittelbegriff oder den Lebensmittelabfallbegriff definiert. Das ist erstmal so die Frage. Aber was man ja mitkriegt, also ich meine, das hat der Film ja auch deutlich gezeigt, das hat jeder von uns, denke ich, auch schon mal gesehen im Supermarkt, ist, dass die Dinger, die Joghurts, die noch 2 Tage gültig sind oder die Milch, rausgeholt werden. Und die werden normalerweise weggeschmissen. Also wenn nicht die Tafel kommt und sie holt, in Klammern könnte man vielleicht auch noch öfter machen, wobei das ja auch wieder Geld kostet und durchaus teuer ist. Aber das sind ja Sachen, die wir machen. Also da kann man ja schon sagen, da geschieht einfach kompletter Unsinn. Nein, ich glaube schon, dass die Wertschätzung praktisch oder auch, ja, sagen wir, diese ganze Kette der Auswahl, die wir haben, dazu führt, dass es eben zu diesen Sachen kommt. Und nach dem Haltbarkeitsdatum haben Sie bestimmt noch keine Sache im Supermarkt gefunden, weil das wird ja nicht mehr verkauft. Obwohl, wie gesagt, ich denke... Es gibt jetzt zunehmend Supermärkte, die so Sonderecken haben, genau. Also, wo eben diese Sachen billiger verkauft werden. Es gibt in Holland die Idee, zum Beispiel in Bäckereien, Brot, das abgelaufen ist, an dem Tag umsonst nicht zu vertickern. Also die Leute können sich mitnehmen, ne? Was das Problem wirklich löst, zum großen Teil jedenfalls. Also ich finde wirklich schlimm, dass in den Ländern der dritten Welt die Selbsterzeugung von Nahrungsmitteln immer weiter zurückgeht, dass die Bauern quasi gezwungen werden, Lebensmittel zu produzieren, aber für den europäischen Markt und nicht für den eigenen Markt. Ja. Und dass die Menschen hier dann in den großen Ketten bedenkenlos ihren Wagen füllen und überhaupt nicht mehr richtig nachdenken, na, will ich denn so viel oder eher so viel konsumieren. Also man muss schon sehen, dass da sozusagen im Vorfeld schon ganz viel im Argen liegt, wo Menschen heute wirklich hungern, weil wir eine bestimmte Weltmarktstellung Was mich erstaunt, Herr Wagner, ist, dass die Untersuchungen zeigen, die Leute, die Gruppen, die am meisten wegwerfen, sind die Jüngeren und die Gebildeten. Mir ist das nicht so ganz klar, warum.
Ja, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Schwierig. Schwierig. Also ich glaube zunächst, dass wir da gar nicht so modern sind, sondern eigentlich ziemlich archaisch. Also zum Luxus gehört dazu, dass man Dinge verschwendet und wegwirft, dass man so aus dem Vollen schöpft und dass man auch Werte vernichtet. Also das war in allen archaischen Gesellschaften so, das ist auch schon von den Soziologen und den Ethnologen untersucht worden. Das Vernichten von Wert ist ein Ausdruck von Reichtum. So nach und dem je Motto, mehr, ich kann mir das leisten. Ja, und je mehr ich vernichte, desto reicher bin ich. Mhm. Ja. Und wir müssen uns das nur mal vorstellen, wenn wir abends in den Supermarkt reingehen und da sind die Regale halb leer. Was das bedeutet, ja? Schock. Es wäre ein Schock. Es wäre ein echter Schock. Wir sind nicht mehr reich. Die Sachen wären knapp. Ja? Wir können nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen. Dass es aus dem Vollen schöpfen bedeutet, dass man eben einen großen Teil dieses Vollen eben auch wegwirft. Es ist relativ einfach, warum die Gebildeten mehr wegschmeißen. Weil wir wissen nämlich heute, dass die Gebildeten ein höheres Einkommen haben. Und mit einem höheren Einkommen, das ist übrigens die gesamte Ökobilanz so, dass man sozusagen mit Entsetzen festgestellt hat, umso umweltbewusster jemand ist, umso schlechter ist seine Ökobilanz. Ich wollte gerade sagen, ich meine, dann nutzt doch unser ganzes Investment in Bildung im Sinne von ökologischer Aufklärung nichts, wenn die Leute, die es erreicht, diejenigen sind, die am meisten wegschmeißen. Ökologische Bildung ist eine notwendige Bedingung, damit die Menschen einsehen, dass wir mehr tun müssen. Unter anderem von der Politik. Also die Rahmenbedingungen müssen verändert werden. Und das lassen die Menschen nur zu, wenn sie verstehen, warum. Deshalb ist es unbedingt notwendig. Aber wir können uns nicht alleine darauf verlassen. Wer eine höhere Bildung hat, hat mehr Einkommen. Wer mehr Einkommen hat, fährt ein größeres Auto, macht mehr Reisen, hat eine größere Wohnung. Hängt das damit zusammen? Also in den 60er Jahren, so die Zahlen, hat man rund 40% des Einkommens für Nahrungsmittel ausgegeben. Wir sind ja ganz unten da in der Statistik, wir geben etwa 11% aus. Das heißt, liegt das daran, dass wir das Gefühl haben, Mensch, das Zeug ist so billig, kaufen wir halt Neues, schmeißen es weg? Na, das ist generell so. Also wer ein hohes Einkommen hat, wird bedenkenloser Konsumgüter. Und da sind Nahrungsmittel nur eine unter anderem. Das können wir gar nicht. So verhalten sie sich ja bei Handys und bei Kraftfahrzeugen und ganz genauso. Die Alternative ist doch nicht, ich gehe in den Wald oder fahre Fahrrad oder Auto, sondern der Moderne mit gutem Einkommen hat ein Auto, hat ein Fahrrad und geht im Wald spazieren. Und wenn ich nochmal die jungen Leute anspreche, wenn ich zum Beispiel meine Studenten mal so betrachte, muss ich sagen, ich glaube, wir haben irgendwo zwischendrin etwas an der Umweltbildung oder so, haben wir, glaube ich, etwas vernachlässigt. Die haben teilweise, finde ich, da überhaupt kein Gefühl mehr für, wirklich. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel am Ende meiner Vorlesung frage, was sie denn jetzt mitgenommen haben, dann gesagt, ja, jetzt könnten sie endlich mal einschätzen, warum sie gewisse Dinge tun sollten. Okay. Und das muss ich sagen, finde ich schon bedenklich. Da haben Sie mir jetzt sozusagen fast eine Steilvorlage gegeben, weil die Leute sich ja immer sagen, Mensch, wenn ich mir so eine Sendung angucke, was habe ich denn davon? Was kann ich dann tun? Ich habe mal versucht, ein paar Sachen zusammen aufzuzählen, also ein paar Tipps. Erstens, Einkäufe besser planen, nur noch nach Einkaufszettel kaufen, hat den Vorteil, dann kaufen Sie keinen überflüssigen Kram. Zweitens, besser aufbewahren und lagern, kann auch übers Haltbarkeitsdatum dann hinausgehen. Drittens, Sonderangebote nur sinnvoll einkaufen und nicht, weil es jetzt im Sonderangebot ist, einfach kaufen und schmeißen Sie es hinterher weg. Viertens, insgesamt gut und weniger kaufen. Und fünftens, schauen, riechen und schmecken. Wie gesagt, vieles kann man noch verwerten. Laut Befragung sind 90% der Verbraucher bereit, ihr Verhalten zu ändern. Mein Vorschlag, wunderbar, tun wir es doch, ändern wir uns. Und dabei geht es nicht um den üblichen Appell zum Konsumverzicht. Ich hoffe, das haben Sie inzwischen bemerkt. Denn natürlich konsumieren wir alle. Die Gruppe der radikalen Konsumverzichtler ist eher eine winzige Gruppe in der Gesamtgesellschaft, die man kaum noch verorten kann und die kaum Wirkung auf das System hat. Was mich einen entscheidenden letzten Punkt ansprechen lässt, was nämlich Abfall und zu viel Konsum mit uns machen. Abfall hat eine ansteckende Wirkung, da hat noch jemand das Handy an. Abfall hat eine ansteckende Wirkung. Unser Wirtschaftssystem will, dass wir konsumieren und verstößt uns erbarmungslos in genau dem Moment, in dem wir das nicht mehr tun. Wer nicht mehr konsumieren kann, der ist wertlos, ist menschlicher Abfall geworden. Unsere Industriegesellschaft produziert eben Abfall auf allen Ebenen und zum Abfall gehören auch die Menschen, die nicht mehr konsumieren können. Wenn Produkte hergestellt werden, entsteht Abfall. Und wenn die Produkte nicht mehr gebraucht werden, entsteht noch mehr Abfall.
Doch was passiert in der Abfallgesellschaft mit den Menschen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman. Seine These: Die Moderne produziert überflüssige Menschen. Menschen, die zu Abfall werden. Verlierer eines radikalen ökonomischen Fortschritts. Ökonomischer Fortschritt bedeutet letztlich die Fähigkeit, Dinge, die man früher hergestellt hat, nun mit weniger finanziellem Aufwand und weniger Arbeitskraft herzustellen. So steigt unsere Effektivität. Sobald man das tut, werden manche Menschen arbeitslos gemacht. Denn sie verharren in Tätigkeiten, die weniger effektiv und weniger profitabel sind. Sie können ihren Lebensunterhalt nicht mehr auf ihre traditionelle Art verdienen. Auf diese Weise produzieren wir überflüssige Menschen, menschlichen Abfall. Wenn heute eine Firma Arbeitsplätze streicht, dann steigen ihre Aktien. Unsere Ökonomie ist eine Ökonomie der Überproduktion und des Abfalls, sagt Bauman. Und das überträgt sich auf die Gesellschaft. Ein Teil ihrer Mitglieder wird überflüssig. Verschärft hat sich diese Ausgrenzung mit dem Übergang von einer Gesellschaft der Produzenten auf eine Gesellschaft der Konsumenten. In Society of Producers. In einer Gesellschaft der Produzenten gibt es arbeitslose Menschen. Aber diese Arbeitslosen sind die industrielle Reservearmee. Wenn die Wirtschaft wieder floriert, wenn die Depression vorbei ist, kehren sie sofort wieder an ihre Werkbank zurück. Und damit das funktioniert, muss man diese Menschen in relativ guter Verfassung halten. Man muss sie gut ausbilden, pflegen, behüten und gesund erhalten. Sonst können sie nicht als industrielle Reservearmee dienen. In der Gesellschaft der Konsumenten sind Menschen nur so lange wertvoll, wie sie konsumieren können. Der Konsum ist quasi ihr Mitgliedsbeitrag. Und der Konsument wird selbst zum Konsumierten, er wird zu einer Ware, die benutzt wird von der Industrie und der Abfallgesellschaft. Und wenn der Nutzen einer Ware nicht mehr vorhanden ist, dann wird sie eben weggeworfen. Ein disqualifizierter Konsument hat einen ganz anderen sozialen Status als die industrielle Reservearmee. Ein disqualifizierter Konsument ist völlig nutzlos. Ein hoffnungsloser Fall für die Gesellschaft. Und wenn man absolut zynisch ist, würde man sagen, unserer Gesellschaft ginge es viel besser, wenn diese armen Menschen, die keine richtigen Konsumenten sein können, einfach verschwinden würden. So erklärt es sich, warum der Staat sich immer weniger um seine Arbeitslosen kümmert. Er weiß, dass diese Menschen nicht mehr gebraucht werden. Sie liegen dem Steuerzahler nur auf der Tasche. Was einmal politischer Konsens war, der Wohlfahrtsstaat, der die Schwachen unterstützt und fördert, ist passé. Und statt eines solidarisch handelnden Proletariats haben wir ein in permanenter Unsicherheit lebendes Prekariat. Cutting of social expenditures, this is the issue. Die Kürzung von Sozialausgaben. Das ist heute die Zielsetzung sowohl rechter als auch linker Politik. Egal welche Partei an die Macht kommt, alle verfolgen das gleiche Ziel. Das Kürzen, Beschränken, Eingrenzen, Verringern von Sozialausgaben. Einfach weil sie, wie es heißt, ökonomisch keinen Sinn machen. Kann der Mensch jemals aus dieser Spirale der Profitmaximierung herauskommen? Hier wird Bauman pessimistisch. Am Anfang der Moderne stand die Hoffnung, der technische Fortschritt würde seinen Abschluss in einer besseren Welt finden. Heute wissen wir, der Mensch ist nie zufrieden. Die Modernisierung ist kein Ziel, sondern eine permanente Lebensform. Wenn Sie modern sind, bedeutet das, dass Sie zwanghaft besessen und suchthaft alles um sich herum modernisieren. Wenn Sie mit der Modernisierung aufhören, hören Sie auf, modern zu sein.
Denn die moderne Lebensauffassung ist eben das zwanghaft besessene Modernisieren. Von modernem Leben ohne Modernisierung zu sprechen, wäre so dumm, wie von einem Wind zu sprechen, der nicht weht, oder einem Fluss, der nicht fließt. Natürlich ist ein Fluss, der nicht fließt, kein Fluss, sondern ein See. Und so bleibt dem modernen Menschen nur eine Gewissheit, nämlich die, dass es keine Gewissheit und keine Sicherheit mehr gibt, außer der, dass wir konsumieren müssen. Ich habe früher immer gedacht, das Problem wäre, dass wir besitzen, dass wir haben wollen. Inzwischen ist mir nicht zuletzt auch in Vorbereitung der Sendung klar geworden, das Problem ist, dass wir im schnellen Wechsel Dinge haben wollen. Also, dass wir einfach immer wieder viel schneller Neues haben wollen. Das scheint ja sozusagen die kulturelle Message im Moment überhaupt zu sein. Kann man dem entgegenwirken? Man kann mir schon entgegenwirken mit einer massiven Entschleunigung und mit dem Versuch, den Wert des eigenen Lebens jetzt nicht über Sachwerte zu bestimmen. Mhm. Ich meine, es gibt ja diese neue bereits als Krankheit diagnostiziert wird, die sogenannte Kaufsucht, ja, also wo man eine innere Unruhe verspürt und man kann also diese Unlust oder diese unbefriedigende Situation nur dann lösen, indem man eben einkaufen geht, indem man shoppen geht. Und das, was man kauft, ist eigentlich völlig nebensächlich. Es geht eigentlich Hauptsache. Nur um den Akt des Erwerbens, um den Akt des Konsumierens. Und das ist wirklich eine Seuche mittlerweile, die also sehr, sehr breite Ausmaße angenommen hat und die wirklich eine Diagnose für unsere Gesellschaft ist und die zeigt, dass unsere Gesellschaft eigentlich diesbezüglich wirklich krank ist. Aber das ist ja eine Seuche sozusagen mit System. Also nach 9/11 oder in den beiden Kriegen fragten sich die Normalamerikaner, was können wir denn jetzt tun? Und die Antwort war von höchster Regierungsstelle, kaufen unterstützt die Wirtschaft. Mhm. Wer nicht konsumiert, ist unpatriotisch. Mhm. Das haben wir jetzt im Film ja im Grunde genommen nochmal gesehen. Wer nicht konsumiert, ist menschlicher Abfall. Mhm. Du trägst nichts mehr hier zu unserem System bei. Wobei Sigmund Baumann ist der bedeutendste lebende Soziologe, aber vielleicht muss man ihn hier ein bisschen korrigieren. Das, was er hier diagnostiziert und was vollkommen richtig diagnostiziert wird, also in meinen Augen, betrifft im Prinzip doch wohl eher unsere gegenwärtige neoliberale Weltordnung und nicht so sehr die Moderne als solche. Mhm. Also die Moderne hat ja auch den Wohlfahrtsstaat hervorgebracht und eben durch die Neoliberalisierung der letzten 30, 40 Jahre und der durchgehenden Ökonomisierung aller Lebensbereiche sind wir eben zu diesem Zustand gekommen, dass eben ein Nicht-Konsumierender de facto zu einem Abfall innerhalb unseres gesellschaftlichen Systems wird. Aber hat nicht der Sozialstaat, das war ja sein Argument, hat nicht der Sozialstaat im Grunde genommen auch akzeptiert, dass jede Industriegesellschaft letztlich eine Opfergesellschaft ist? Da gibt es immer Leute, die sind, also krass gesagt, Ausschuss. Und die Hoffnung ist, wenn man die noch ein bisschen aufpäppelt, dann können die wenigstens, wenn auch nur minimal, weiter mitkonsumieren. Und deshalb erhält auch der Sozialstaat sie aufrecht. In dem Moment, wo das Wirtschaftssystem kein Geld mehr hat, ist es auch mit dem Sozialstaat zu Ende. Naja, das kommt davon, aus welcher ideologischen Perspektive dieser Sozialstaat errichtet worden ist. Also welches Menschenbild dahinter steht, denke ich. Für ein humanistisches oder ein christliches Weltbild, glaube ich, ist sowas nicht akzeptabel. Also es kommt darauf an, also wie dieser Sozialstaat verfasst ist. Was ich Sie beiden gerne. Es ist nicht nur nicht akzeptabel, sondern ich meine die Mütter und Väter, die das bitterlich unter hohen Opfern erkämpft haben. Im 19. Jahrhundert ging das los und hat das ganze 20. Jahrhundert uns begleitet. Denen würde man wirklich extrem Unrecht tun, wenn man sagen würde, dass der moderne Sozialstaat, der ist geschaffen worden, damit die einen Rest an Konsum bewahren. Nicht? Also das ist tatsächlich ja nicht richtig. Nein, was wir heute definitiv wissen, ist, dass unser Wirtschaftssystem, wie wir das haben, dass das auf keinen Fall überleben kann. Das wissen wir, weil der so schnelle Ressourcenverbrauch, der Jahr für Jahr steigt, auf einer
engen Welt nicht ist. Es kann nichts wachsen in einer begrenzten Welt, unendlich. Das ist einfach ein logisches Gesetz. Und jetzt ist die Frage, schaffen wir das in den kommenden Jahrzehnten, das so umzubauen über die Strategiepfade, die ich nur stichpunktartig genannt habe, dass wir sozusagen zu einer weichen Landung kommen und dann wollen wir auf die Moderne nicht verzichten, denn wir wollen natürlich die medizinischen Errungenschaften nach wie vor haben. Wir haben ja jetzt geredet sozusagen über die mentale Dimension des Abfalls. Mir scheint immer, Politik und Industrie pressen uns in eine Alternative. Die sagen, entweder du bist ein Optimist, das heißt, du glaubst, dass es eine technische Lösung gibt und wir kommen da raus, oder du bist ein Pessimist, das heißt, du glaubst nicht, dass es eine technische Lösung gibt. Beide Alternativen gehen von derselben Denkweise aus, nämlich, Leute, ihr könnt das Problem nur lösen mit Hilfe einer technischen Lösung. Wenn ich Sie zwischen den Zeilen richtig verstanden habe, sagen Sie doch eigentlich auch, die technische Lösung ist es nicht. Naja, wir werden unsere Probleme auf der Welt ohne Technik nicht lösen können. Klar. Aber wir werden sie ganz alleine mit Technik auch nicht lösen. Okay. Das steht, glaube ich, fest heute. Kann ich nur zustimmen. Das heißt, wir können zwar versuchen, jetzt bestimmte Recyclingprozeduren zu optimieren und so weiter, aber die Hauptlösung ist ein kulturelles, politisches, gesellschaftliches Umdenken. Gut, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Technik haben wir bisher aber auch noch nicht so weit eingesetzt, dass wir sie schon bis zum Ende eingesetzt haben. Ich glaube, das müssen wir erstmal machen. Oder das müssen wir auch tun. Also das müssen wir auch vorantreiben. Klar, das müssen wir parallel vorantreiben, aber im Grunde genommen läuft es doch im Moment ein bisschen falsch, weil mir scheint, die Hauptrichtung, in die im Moment nachgedacht wird, ist zu sagen, Leute, macht mal weiter. Wir haben hier tolle Techniker, tolle Wissenschaftler, die werden schon eine optimale Lösung, technische Lösung finden. Ja, da könnte man den Eindruck haben. Also ich glaube, dass man erstmal bedenken muss, dass alles, was uns umgibt, in irgendeiner Form Ressource ist und wir uns um alles, was uns umgibt, dass wir das wieder zurückbekommen. Aber ich glaube, dann sind wir immer noch nicht da, dass wir so weiterleben können, weil ich glaube, da muss ein anderes Umdenken stattfinden, wie Sie schon gesagt haben. Ich glaube, das eine bringt uns nicht weiter, aber da müssen wir erstmal sein. Da sind wir auch noch nicht. Also, dass wir, wie gesagt, alles das, was uns umgibt, in irgendwie als Ressource überhaupt sehen. Ich hoffe neben der Politik auch auf den Imagewechsel von Produkten. Es ist einfach so, dass als ich meine erste Solaranlage gekauft habe, haben alle gefragt, wann die sich rechnet. Währenddessen bei ihrem Daimler hat noch nie jemand gefragt, wann er sich rechnet. Ich kann nur sagen, bei einer Solaranlage duscht man in purer Sonnenenergie. Man hat also eine riesige Emotionalrendite, wie wir Ökonomen sagen würden. Und junge Menschen finden Kfz nicht mehr so wichtig für ihr Image. Da spielen andere Dinge eine Rolle. Und vielleicht ist das der Beginn eines kulturellen Wandels. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Das hoffe ich auch, dass es der kulturelle Wandel ist. Das war's für heute. Bleibt noch wie üblich der Hinweis auf die Information auf unserer Internetseite www.dreisat.de/Skobel. Was kann man sich nach so einer Sendung merken? Vielleicht erstens, Abfälle sind Rohstoffe am falschen Ort. Wichtig an der Erkenntnis, sie sind Rohstoffe. Zweitens, wenn wir die endlichen Dinge der Welt nur verbrauchen, und zwar so, dass sie nur einmal zu gebrauchen sind, handeln wir zwar wie omnikonsumierende Menschen in der Regel handeln, aber damit eben auch langfristig gesehen völlig dumm. Drittens, wir können etwas tun, etwa indem wir darauf achten, wie wir mit dem, was wir haben, umgehen. Praktisch heißt das beim nächsten Einkauf zum Beispiel besser planen. Damit kämen wir zum besinnlichen Teil des Abends und zu der Frage, damit lasse ich Sie jetzt allein, was brauchen wir denn wirklich? Bis bald und tschüss.